Herr Dr. Weimann, immer mehr Unternehmen produzieren Content, non-fiktionale Sendungen über ihre Themen. Was ist dabei aus rechtlicher Sicht zu beachten? Ja, also was wir in der Tat feststellen, ist, dass Unternehmen, die nicht aus dem Medienbereich kommen, plötzlich Medienangebote kreieren, dass man anfängt, selber als Medium aufzutreten. Und das ist natürlich eine Herausforderung für ein Unternehmen, was bisher beispielsweise in der Chemiebranche, in der Autobranche tätig war, plötzlich Themen zu haben, auch rechtliche Themen, die bisher völlig ungewohnt und fremd waren. Das fängt an beim Thema Persönlichkeitsrechte, wenn ich eine Betriebsversammlung filme, wenn ich Mitarbeiter interviewe. Das geht weiter über Urheberrechte, gerade wenn ich Content mehrfach verwerten will, nicht nur auf meiner Unternehmenswebsite, sondern vielleicht auch auf meiner Facebook-Seite. Vielleicht will ich auch noch zusätzlich irgendwelche CDs brennen, das ins Intranet stellen. Da stellen sich Probleme, mit denen jemand, der keine Erfahrung auf dem Gebiet hat, plötzlich konfrontiert ist und von deren Existenz er gar nichts weiß. Das ist schon was wir feststellen, dass da plötzlich Beratungsbedarf da ist. Und extrem wird es natürlich im Bereich fernsehähnlicher Angebote, wo möglicherweise eine Lizenzpflicht auch aus rundfunkrechtlicher Sicht eine Rolle spielt. Diese Themen kommen mehr und mehr, und im Bereich Social Media ist beispielsweise auch ein großer Bereich, der uns immer wieder beschäftigt. Das sind Lernerfahrungen, die haben die Medien vor 10 Jahren gemacht, und jetzt fangen andere Unternehmen an, solche Erfahrungen zu sammeln. Wird das Thema Smart TV und Hybrid TV diese rechtlichen Probleme noch verstärken? Ich denke, die rechtlichen Probleme sind ähnlich gelagert wie im Bereich Apps für das iPad, für Android-Geräte. Aber natürlich verstärken sich die Probleme, weil auf der rechtlichen Ebene die urheberrechtlichen Themen, auch die persönlichkeitsrechtlichen Themen dort neu überdacht werden müssen. Und wie jedes Medienunternehmen hat plötzlich auch ein Autohersteller das Problem, dass er sich die Frage stellen muss, darf ich überhaupt das, was ich letztes Jahr produziert habe, jetzt für mein neues Medienangebot verwenden beispielsweise?